demonstrieren. Hier kommt Volker Bispers. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Griechenland, Griechenland ohne Ende. Sagen Sie mal, hat von Ihnen eigentlich mal einer mitgezählt, wie oft sich diese griechische Schuldenkrise jetzt schon zugespitzt hat? Wie spitz kann so eine Krise eigentlich werden? Und was mich auch mal interessieren würde, was soll positiv daran sein, wenn die Griechen tatsächlich den Euro verlassen und wieder in Drachme bezahlen? Jetzt mal ehrlich, wenn Sie ihr 10.000 Euro geliehen haben und sie kann das Geld nicht zurückzahlen, da kann Ihnen das doch völlig egal sein, ob die das in Euro, in Drachme oder in Tzatziki nicht zurückzahlen kann. Wenn der Schuldner nicht zurückzahlen kann, ist das Geld weg. Das ist das, was die Banken einfach nicht begreifen wollen. Wir haben gar keine Schuldenkrise, wir haben eine Vermögenskrise. Die Griechen vermögen die Schulden nicht mehr zu bezahlen. Und Schulden und Vermögen hängen nun mal zusammen. Ihre Schulden, das ist ihr Vermögen. Und der Witz im Kapitalismus ist, den Menschen zu erzählen, man könne das Geld für sich arbeiten lassen. Das ist der größte Unsinn des Jahrhunderts. Haben Sie schon mal versucht, einen 50-Euro-Schein eine Schippe in der Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten können nur Menschen. Wenn Sie bei ihm Schulden haben, müssen Sie dafür arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften, die sein Vermögen vermehren sollen. Und sein Vermögen wird immer größer durch die Zinsen, die Sie erwirtschaften. Und irgendwann ist sein Vermögen so groß, dass Sie die Zinsen nicht mehr erwirtschaften können. Und das ist das, was jetzt passiert. Wir haben eine Zinseszinskrise. Sehen Sie, wenn ein Land wie Griechenland mit den Einnahmen nicht mehr auskommt, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Man kann mehr einnehmen oder man kann weniger ausgeben. Jetzt geben die ja seit 3 Jahren immer weniger aus. Die Troika hat ihnen das ja befohlen. Ein Sparpaket nach dem anderen. Das machen die ja auch. Was ist passiert? Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Die nehmen noch weniger Steuergelder ein. Die Haushaltslöcher werden noch größer und die müssen jedes Jahr noch mehr neue Schulden machen als früher. Also das Sparen ist ein offensichtlicher Irrweg. Weil wir das jetzt wissen, hat die Troika gesagt, die Griechen sollen auf diesem Weg jetzt schneller vorangehen. Hat die Troika schon mal vorgeschlagen, die Griechen sollen ihre Einnahmen erhöhen? Haben Sie das schon mal gehört? Die sollen da endlich mal diese Reichen zur Kasse bitten, die da in Griechenland jahrzehntelang überhaupt keine Steuern bezahlt haben. Das wird doch mal Zeit. Das ganze Land ist voller Luxuswillen. Ich höre immer, da liegen millionenschwere Yachten in diesen Häfen rum. Und Sie finden in ganz Griechenland keinen einzigen Bürger, der in seiner Steuererklärung mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen angegeben hat. Da muss man doch mal rausfinden, wem das da alles so gehört. Und wenn die wirklich kein Katasteramt haben, das sagen die ja, die wissen gar nicht, wem welche Häuser gehören, da empfehle ich folgende Vorgehensweise. Ich gehe zur ersten Luxusvilla, klingel da und sage, hören Sie mal, ich bin jetzt vom Finanzamt, ich würde gerne mal wissen, wem der Schuppen hier gehört. Wovon das alles bezahlt worden ist. Denn laut unseren Unterlagen hat hier im ganzen Ort kein Mensch mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient. Und wenn sich dann kein Besitzer meldet, dann lasse ich den Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist doch ganz einfach. Und dann... Und dann klingel ich schon bei der zweiten Villa. Und spätestens, wenn Sie bei der dritten Villa klingeln, wird sich ein besorgter Besitzer melden und bereit sein, mit dem Finanzamt zu verhandeln, wann er seine Steuergelder nachzahlt. Und mit den Yachten kann man dasselbe machen. Ja, und das Ganze kann man auch live im Fernsehen übertragen, unter dem Motto, wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Und was ist mit dem ganzen Schwachsinn, das die reichen Griechen in die Schweiz gebracht haben? 200 Milliarden Euro griechischer Gelder allein in der Schweiz. Das Staatsdefizit lag bei 350 Milliarden Euro bei Ausbruch der Krise. Man hätte Griechenland sofort sanieren können mit dem Schwachsinn aus der Schweiz. Hat die Troika schon mal vorgeschlagen, die sollen das zurückholen? Nein. Und wir haben ja alle europäischen Länder haben das Schwarzgeld in der Schweiz. Das ist ja das Verrückte. 4.000 Milliarden Euro ausländischer Gelder liegen in der Schweiz bei dieser Hehlerbande. Hören Sie mal. Wenn...
Wenn wir den Griechen, den Portugiesen, den Spaniern und den Italienern jetzt erklären müssen, dass die Party vorbei ist und die mit dem Existenzminimum auskommen müssen, dann müssen wir das den Schweizern jetzt auch mal erklären. Schweizer Freunde, die Party ist vorbei. Wir brauchen die Kohle zurück. Und dann müssen die in der Schweiz wieder von Schokolade und Käse leben, wie das früher war. Und wenn die das Schwarzgeld nicht rausrücken wollen, dann schlage ich Folgendes vor. Jedes europäische Land ernennt 1 Million Arbeitslose zu Hilfssteuerprüfern. Und schickt die zu Fuß in die Schweiz. 1 Million arbeitslose Griechen, 1 Million arbeitslose Italiener, 1 Million... Wahrscheinlich würden 1 Million Italiener reichen, wenn man die richtigen aussucht. Und aus jedem europäischen Land 1 Million Arbeitslose in die Schweiz und die fragen bei den Banken ganz höflich nach, sie würden nur gerne in Büchern mal gucken, ob da geklautes Geld aus ihren Ländern da ist. Das Schuldenproblem ist zu lösen, denn wenn Sie sich bitte mal angucken, die Entwicklung der Staatsschulden in den letzten 20 Jahren ist gleich der Entwicklung der Vermögen der Reichen in Europa. Schulden und Vermögen halten sich immer die Waage. In Deutschland können wir das Schuldenproblem morgen lösen. Wir haben 2000 Milliarden Euro Staatsschulden. Jeder von uns hat 25.000 Euro Staatsschulden. Hört sich furchtbar an, aber jeder von uns hat auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, jeder. Sie auch. Ja, lachen Sie nicht. Sie müssen zu Hause mal ein bisschen aufräumen, ne? Das Geld ist doch da. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen gibt es in Deutschland. Da sind die Immobilien noch nicht mit drin. Es geht nur ums Barvermögen. Das sind pro Kopf 60.000 Euro. So, jetzt habe ich meine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie dann 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist das nicht ein bisschen blöd? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden, die haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch. Aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist da, aber in der Hand von wenigen Menschen. Das reichste 1% in Deutschland verfügt über 34% des gesamten Barvermögens. Die reichsten 10% verfügen über 34% des gesamten Barvermögens. Das heißt, die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Also können wir die Schuldenkrise morgen lösen. Jeder von uns nimmt seine 60.000 Euro. Wir sind doch eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind eine Solidargemeinschaft, hat der Schäuble immer gesagt. Und den Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder. Jeder nimmt seine 60.000 Euro, zahlt die 25.000 Schulden zurück und alle fangen nochmal mit 35.000 Euro neu an. Wäre das ein Vorschlag? Sehen Sie. Wenn die 10% richtig Reichen in diesem Land bereit wären, die Hälfte ihres Vermögens abzugeben, wären die Staatsschulden praktisch weg. Und das bräuchten die gar nicht auf einen Schlag zu tun, meine Damen und Herren. Wenn die reichsten 10% in diesem Land bereit wären, 10 Jahre lang jeweils 5% von ihrem Vermögen abzugeben, das würden die in dem einzelnen Jahr überhaupt nicht mitkriegen. 10 Jahre lang 5% des Vermögens der 10% reichsten und das Problem ist gelöst. Und die Gesetze können wir morgen machen. Da spricht nichts im Grundgesetz gegen. Es gibt nur ein einziges Problem. Wir haben eine Demokratie. Und Sie kriegen in einer Demokratie keine Mehrheit für eine Politik, von der 90% der Bevölkerung profitieren würde. Schade.